Hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Tech World 2. Heute mit dem Marvin wieder mal. Und hallo. Hallo. Und er ist auch schon ein bisschen mit mir kurz auf dem Server, so 5 Minuten maximal. Das waren jetzt 3 bis 5 Minuten so. Weil ich zuerst wollte ich aufnehmen, da hat es so komisch geleckt. Da muss ich nochmal in meine Einstellungen gucken. Ich habe es jetzt mal wieder zurückgesetzt, so wie ich jetzt die ganze Zeit schon aufnehme, da geht das voll. Und das werde ich, die Umstellungen werde ich dann später nochmal machen. Das sind die Umstellungen zu 1080p. Weil ja Neo jetzt wohl auch in 1080p aufnimmt, haben wir es uns erstmal so gedacht. Und ich lege mich mal in das Bett, dann passt das. So. Ich würde gerne Essen haben. Haben wir irgendwo noch Essen? Wir haben okay. 2 Potatoes hier drin. Gut gebrannt werden bis hier oben. Und achso. Noch. Warte, ich kann mal Kekse mal. Kann man noch kurz Kekse. So. Jetzt regge ich zumindest mal wieder. Das ist doch auch mal schönes. Mach ich mal da hin. Alter. Achso, genau, diese Folge kommt etwas verspätet. Es kommt daher, weil wir in 3 Minuten eigentlich den Zeitpunkt des Freischaltens haben. Wir wollen ja die Folge nicht eine Minute machen, dann könntest du es vielleicht sogar noch schaffen mit dem Hochladen und so. Aber wir wollen ja auch eine richtige Folge. Ja, okay, gönnen. Das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal. Okay, dann haut da rein. Nein. 3, 2, natürlich 7, nicht. Tschüss. So. Okay. Jetzt ja, sollte Tag sein, alles Wichtige verbrannt. Hoffe ich doch mal. Dann jetzt werde ich mal kurz rausgehen, gucken. Ja, es ist alles safe, schön. Gut. Na wohl, da ist noch ein Skelett und ich mag keine Skelette, wenn ich keine Rüstung und nichts habe. Na wohl. Bin jetzt Holzrüstung. Okay. Holzrüstung. Ich merke gerade, ich muss auf jeden Fall Minecraft noch ein bisschen mehr RAM zuweisen, also. Ist noch nicht am Maximum. Ich habe mir nur gedacht, das reicht vielleicht 8. Ne, ich habe glaube ich jetzt mittlerweile 10 GB RAM zugewiesen. Sollte. Ich dachte, das reicht. Tut es anscheinend nicht. Ein bisschen laggy ist es noch. Da, also das sollte nicht so das Problem sein. Also es laggt nicht schlimm. Nur so leichte Mikro-Ruckler. Falls ihr euch fragt, was ich hier mache, ich gucke gerade so ein bisschen rum. Und versuche vielleicht mal einen Punkt zu finden, wo wir unser Haus bauen können. Ja. Aber Marvin hat gerade keine Lust, weit zu laufen, weil wir haben uns abgesprochen, wir wollen gerne in einem Berg wohnen. Machen wir immer, weil Berge sind richtig cool. Ja. So, ich finde es einfach verdammt geil. Ich mache auch eigentlich fast jeden Singleplayer in einen Berg rein. Also fast jedes Singleplayer-Haus. Alter. Dann verbringen wir auf jeden Fall diese Folge nochmal unter der Erde. Wir wollen ja erstmal noch ein paar Sachen haben, bevor wir überhaupt jetzt weitermachen wollen. Genau, wir brauchen hierfür noch das hier. So. Lass mal die Sachen nicht mit der Smeltery gehen durchbrennen, ne? Ja, ja. Also läuft dann so das war durch. Ja Cadmium, Iridium. Naja, ich hab nachgeschaut, also. Sind die schon aussortiert, die Fälle, bitteschön. Okay. Schön gemacht. Oder nee, gar nicht. Die ich vor, gesagt habe, die gehen nicht mit dem Pulverizer zu pulverisieren. Sorry. Bisschen dumm und so. Irgendwas noch, was ich wegtun sollte. Ich tue mal das hier hin. Also, ich versuche jetzt den Fischer noch fertig zu kriegen, irgendwann in der nächsten okay, Zeit. Okay, es geht dann mit dem Pulverizer. Eisen. Wir brauchen 6. Na, jetzt habe ich hier was weggeworfen. Cadmium. Habe ich noch nie gebraucht, aber wenn ich mal mit dem anderen Reactor-Craft-Mod arbeite, wird es dann wahrscheinlich vonnöten sein. Deswegen behalten wir es auf jeden Fall. Komm schon, ich möchte eine Spinne haben. Oh. Oh. Scheiß Skeleton. Ach Gott, im Wasser kommt er gar nicht zu dem hin. Ja, was hast du, die Todesfalle? Ja, ich hab zum Glück das Skelett so angeschwächt, dass nur ein Hit gereicht hat. Ach Gott, jetzt muss ich gleich noch eine Spinne finden in der Nacht. Hätte ich vorher dran denken sollen, bevor ich schlafen gegangen bin, aber okay.
So, ich brauche nochmal. Kartoffeln sind ja weiterhin angepflanzt hier, ne? Ja, gut. Es gibt auch noch interessante Arten, wie man Sachen mitnehmen kann. Wir könnten ja auch mal gucken, warte. Ich weiß ja, was ich noch brauche. Wie heißt es nochmal? Back? Ja, da ist er. Obwohl, der ist ein bisschen teuer für den Anfang, würde ich sagen. Guck dir mal den Golden Backpack an, den nutze ich auch in meinem Singleplayer eigentlich häufig. Aber ich glaube, der ist ein bisschen teuer für den Anfang, oder? Warte, wo ist er? Ist einfach. Ist einfach eine Doppelchest, was du ja noch als Inventarplatz hast. Ich glaube, ich nehme mir mal Eisen. Zwei Stück. Und farme mal Schafe kurz ab, damit wir die Wolle haben, um jedem einen Golden Backpack zu machen. Dann können wir auch hier die Sachen mitnehmen, falls wir dann reisen wollen, die nächsten Folgen. Da wir einen schönen Schneebiom haben, werden wir auch schnell was finden, wahrscheinlich. So. Also ich brauche 8 Wolle. Sollten wir hinkriegen. Was? Da ist schon mal ein Schaf. Später können wir mit Safari-Netzen, nennen die Dinger sich Schaf und alles einfangen. Das ist dann ganz cool. Alter, pinke Schafe in der Natur. Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe schon viele Schafsorten gesehen, aber ich habe noch nie pinke gesehen. Also in der freien Natur. So gemacht, klar, aber so frei gespawnt, so. Noch nie. Ah ja, genau, da war ja was. Jetzt haben wir auch ein paar Blätter. Yay, wir haben genug Wolle. So. Dann sind wir auch gleich wieder zu Hause. Aber ich sollte lieber nicht rennen oder sprinten oder ähnliches. Kann ich bitte das nächste Essen haben zum Regenerieren, damit ich dann die Spinnen farmen kann? Natürlich. Oder was brauchst du noch? Ich werde wahrscheinlich die 2 Kartoffeln, die da waren, nutzen. Ja, okay, dann kannst du nehmen. Ich habe nämlich noch selbst eine gebackene Kartoffel, die ist schon relativ lange, und 7 Kekse. Ja. Die ich mir gemacht hatte. Jetzt hoffen wir mal, dass es in der nächsten Zeit Nacht wird. So. Machen wir mal 2 Stück davon. Da hilft es uns schon richtig, wenn wir hier gut gefarmt haben, weil jetzt können wir einfach sagen, wir machen uns das mal kurz, auch wenn es teuer ist, und wir können es einfach mal schnell machen. Ja. Also erstmal mache ich jetzt der Bequemlichkeit her halber einfach mit weißer Wolle, weil wir davon am meisten haben. Ach nee, das war ja da. Und jetzt brauchen wir noch 2 Chests. 1, 2, 3, 4. Sollte für 2 Chests reichen. Da. Also, das ist wirklich ein verdammt schönes, schöner Bag. Man sieht hier, wie riesig der ist. Bist du oben oder unten? Ah, da bist du. Hier, bitte sehr. Guck rein, es ist verdammt schön groß. Ja, das ist nice. Hat zwar 2 Goldblöcke, 6 Eisen, 8 Wolle und 2 Chests gekostet, aber passt schon, ne? Wir haben's das ja. Das ist wert. Würde ich auch sagen. Willst dich bestimmt nur bei mir einschleimen, ne? Na, ja, natürlich. Anderes kennst du gar nicht. Schleime gerne. Ja. Vorsicht, Schleimspur! Ja, hast man schon oft drauf ausgerutscht, ne? Ja, ja, das ist nicht bequem. Eigentlich müssen wir jetzt auf Nacht warten. Das ist ein bisschen schade. Warte mal, wie viel kostet ein Pulverizer? Nee, das war, wie hieß der von dem Mod gerade? Von, das war ja, irgendwas mit Maschinen.
Fischer. Ja. Von Mine Factory, genau. Waschmaschine. Mine Factory Reloader. Achso, ja, ich muss ja das F eingeben, weil sonst Minecraft ja auch noch als Mod zählt hier. Ach nee, das war gar nicht. Oh Gott, ich bin dumm. Das war von. Das war doch von Thermal Expansions, oder? Ja. Was? Der, Pulverizer, genau. Ja. Ja, den könnten wir auch mal kurz machen, das ist nicht das Problem. Ich glaube, das machen wir mal wirklich. Sorry, dass ich oben mal kurz mit Stein zu bauen. Und zwar. Ich muss immer das ganze Glas nutzen, was hier drinnen liegt. Wofür schmelzt das eigentlich ein? Was? Das Glas. Glas hatte ich nicht, habe ich nicht geschmolzen. Ne? Das hast du dir gerade mal geschmolzen. Achso. Du brauchst doch mal für irgendwas Glas. Ja, ja, aber. Ja, für das Ding hier. Aber ist auch langsam müsste das doch schon aufgebraucht gewesen sein. Ah, wir haben 18 Eisenblöcke. Ich wundere mich gerade, ob ich alles Eisen aufgebraucht habe. Dabei haben wir ja 18 Eisenblöcke. Aber jetzt ist ja das Smeltery. Ich hole ja hier die Blöcke raus. Als eine Erze, ja. Cello, wäre ich in 10.000 so. Folgen erst fertig mit der ganzen Scheiße schmelzen. Weil in der Zeit ja immer noch mehr kommen würde. Mehr und mehr. Ich kann auch gerne gleich nochmal die Turtle losschicken, wo du das gerade sagst. Ja. Wenn Idee, ne? Wenn man noch einmal Redstone Reception Call. Ja, langsam wird's hier, ups, eng mit den Workbenches. Das ist bei mir irgendwie immer so, ich brauche tausende Workbenches, weil ich einfach die Sachen drinnen liegen lasse und dann zusammen craft und dann immer wieder was Neues brauche. Juhu. Das ist scheiße. So, Flint müssten wir ja hier irgendwo haben. Da. Copper haben wir hier bestimmt auch drin. Oder? Nein? Copper? Bitte, lass mich im Stich. Da. Wie der Lead-Block aussieht, Alter. Ja, das sieht krank aus, ne? Ja, ist doch kein Erzblock. Muss man gleich dann nochmal warten. Jetzt können wir schon mal ein Pistchen machen und das hier kurz reinlegen. Obwohl, wir nehmen das kurz raus. Dann kann ich Holz, Eisen, Redstone brauchen noch. Mittlerweile habe ich alles übrigens im Kopf, Leute. Das war eine ganz lange Zeit, da musste ich alles Mögliche nachschauen an Crafting-Rezepten und so weiter und jetzt mittlerweile geht es relativ, da kann ich schon einiges aus dem Kopf. Ich glaube, ich brauche es ja nicht nachgucken, weil ihr seht ja, wie ich es crafte, ne? Komm, wenn die eh jetzt schon diese Folge hier zu spät kommt, machen wir es auch nochmal 5 Minuten länger, nochmal 25 Minuten, oder? Ja, komm. Sollte noch mit im Möglichen sein. Dann haben sie wenigstens etwas für die Verspätung. Achso, bitte kurz nichts reinmachen. Na, warte. Ja, ich war schon was. Ich will nur nicht das Copper verschwenden. Warte mal. Derzeit können wir ja mal sagen, wo bist du? Ich müsste gleich nochmal Holz fällen gehen, aber gerade regnet es leider. Oder haben wir noch Kohle? Kohle ist in den Öfen noch drin. Apropos, haben wir noch einen Mining Turtle? Ist die noch unten? Ja, ich glaube, die hast du nicht mal abgebaut. Gucken wir mal nach unten, holen wir uns die Mining Turtle, weil wir haben gerade Koppermangel. Das wird, ist aus einem bestimmten Grund. Kopper findet man nur auf Höhe 40 und höher, war das, glaube ich. Oder 41, bin ich nicht ganz sicher. Ja, hier ist das noch drin. Ne? Achso, ein Mining Turtle, das ist jetzt etwas ein bisschen schlechter geworden. Damals haben sie immer den Chunk geladen, wo sie gerade drinnen waren, mittlerweile nicht mehr. Also sobald sie aus in einen nicht geladenen Chunk reinfahren, bleiben sie einfach mal stehen, ne? Ups. Ja, hier steht sie noch. Unser netter kleiner Günther. Haben wir hier nicht auch irgendwo Kohle gehabt? Nein, nein. Haben wir gerade eigentlich wenig Kohle oder viel Kohle? Warte, ich guck gleich mal nach. Kohle. Also wir haben noch ein ganzes Stack unten drin und 12 hier Holzkohle, 5 im einen Ofen und 5 im anderen. Gut, dann haben wir ja halbwegs noch Kohle, dann reicht das erstmal. Es sollte erstmal reichen.
Achso, ich würde mal sagen, wegen den Essence Berry Brushes, ne? Das heißt, wir farmen die ab und zu einfach ab. Ich versuche noch ein paar mehr zu finden später. Und dass wir einfach diese Teile in unsere Lager legen, falls wir mal Level brauchen. Weil später möchte ich auch noch Elevator bauen und die haben einen Nachteil, sie brauchen Erfahrung, um hoch und runter zu kommen. Aber okay. Man braucht halt für nichts anderes die Erfahrung. Die Sachen von Tinker's Construct, die wir uns bauen werden als Material und so weiter, die kann man nicht enchanten. Und die Tools, also die Rüstung, die ich mir bauen werde, kann ich auch nicht enchanten oder so. Ich weiß nicht, ob du dir die gleiche bauen wirst. Die kann man auch nicht enchanten, weil sie einfach OP ist. Darum würde ich mal sagen, ja, ist frei. So, das kannst du dann machen. Ich möchte nur, dass mein Körper drin bleibt. Achso, nee, bitte erstmal nicht sagen, nicht, dass es vermischt. Und darum kann man das einfach nutzen dafür. Copper, 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 oh Gott, ich baue einfach mal ganz kurz hier. Kohle, nehme ich mal 32 und die 12 nochmal kurz. Ich nutze gerade viel Kohle, aber dafür werden wir halt dann ein bisschen Ressourcen haben. Mhm. Oh. Dann haben wir auch schon Fackeln. Die Kohle speichert er, also seinen Kohlevorrat, den er drin hatte, speicherte er auch, weil man es benannt hat extra und deswegen speichert er es auch. Machen wir mal 41. Hier ist 41, okay. Oder? Ist hier 41? Ach Gott, ich weiß nicht, wie es mit dem Minimap da ist. So, hier ist 40 und hier ist 41, okay. So, Mann, schwere Geburt. Nehmen wir dafür. Ich muss eh gleich nochmal neue Holzfarmen gehen. Sagst du mir, wenn das Copper durch ist? Ja. Oder kannst du einfach mal abgießen, bitte? Ist fertig. Kannst du einfach mal in die Barrenform gießen? Okay. Mehr haben wir leider gerade nicht. Sonst hätte ich auch 9 oder so rausgemacht. Ja. Schade, schade, ne? Dann wieder Refill. Refill. All. Irgendwie ist das bei dem Texture Pack ist das ein bisschen verbuggt, aber sollte ja nicht weiter stören. Man nutzt es ja nicht häufig. Dann kommen jetzt noch hier die Fackeln rein, obwohl eine behalte ich nochmal. Dann, oder? Ach, doch nicht. So. Dann sagen wir ihm wieder Strip. Und man sieht, er hat das Programm gespeichert. Denn er legt los. Ich habe jetzt überlegt, ob ich hier noch was hinmache an Fackel, aber hier setzt er jetzt eh gleich Fackel. Und dann passt das schon. Jetzt wird er auch Copper farmen. Ich habe immer Angst, von diesen Stufen aufs Feld zu laufen, weil ich denke, dass es dann kaputt geht. Soll es aber eigentlich nicht, oder? Nee, soll es nicht. Haben wir kein Holz mehr? Nee, haben wir nicht mehr. Ich muss es jetzt gleich farmen gehen. Ich wollte nur nicht bei dem Wetter raus. Ich mag es nicht, nass zu werden. Wolltest du der Uhrzeit nicht rausgehen? Uhrzeit auch? Dann geh mal pennen. Yay. Ich finde den Mod so genial, dass man nur die Hälfte schlafen muss. Ah, dass das schöne Wetter. Das hört jetzt gleich auf. Weggegangen ist. Ach so, weggegangen ist, okay. Das ist wirklich sehr tragisch. Wenn du eine Spinne findest, erlegst sie, als wäre es nicht deine erste Spinne. Ach, ich mach's, als wäre es meine erste Spinne. Oh mein Gott, die hüpft hier. Läuft. Lebt. Dann hoffen wir nur noch mal, dass du wirklich welche findest. Ich will nur mal schnell schauen. Der Mini-Zombie wird schneller sein. Brennt der nicht? Brennen Mini-Zombies nicht? Nö. Lol. Noch nie gemerkt. Warum habe ich jetzt für keinen von dem Erfahrung gekriegt? Ich habe beide gehittet. So.
Also ich möchte auf jeden Fall seit dem nächsten eine Lumber-Ex bauen. Danke. Ja, ich wollte deswegen auch Holz haben. Ah, einfach mal aus Eisen oder wie? Ich wollte erstmal eine aus Stein machen, eine einfache. Weil ich auch noch die Gießform und sowas dann machen muss. Ja, Gold haben wir eigentlich genug. Kannst ja die Gießform machen. Ja, aber ich muss trotzdem erstmal so welche machen. Dann wollte ich aus den Teilen, wo mich dann die Dings machen. Ja, genau, du musst ja die Holzteile da reinhauen, genau, stimmt ja. Nein, ich wollte dann gleich Stein. Ne, gleich eine Stein, ja, logisch. Aber kann man dann gleich einfach mal nutzen, ne? Das war auch ein Fehler bei mir. Ich habe ja auch mit Tinker's Construct mal im Singleplayer angefangen und die Steinsachen habe ich alle weggeworfen. Anstatt dass ich sie einfach nutze, bis ich was Besseres habe. Naja. Tipp von mir, immer die Bambusteile abfarmen, weil wir werden noch Papier brauchen. Ja. So, ich weiß ja nicht, ob jemand zuguckt, der dieses Modpack auch spielt. Man kann ja Unstable Ingots bauen. Das ist bei mir gerade im Singleplayer so ein Problem. Ich habe dieses Sigil of Division, heißt das, glaube ich, was man vom RZA-Boss kriegt, wenn man ihn tötet. Habe es durchs Ritual aktiviert. Und habe auch Eisen und Diamant. Und ich tue es ins Crafting-Rezept und ich kann kein Unstable Ingot craften. Falls einer weiß, warum, ob ich das irgendwie noch in den Properties in meinem Singleplayer-Spiel dann irgendwie aktivieren muss in den Mods oder ich weiß nicht, warum ich das nicht kann. Bitte Bescheid sagen, danke. Mach ich da. War nur so kurz zwischendurch mal als Frage, ne? Hier ist aber ein Feld von den Potatoes platt getrampelt. Welches? Hier. Lol. Ich glaube, wir müssen generell mal die Farm verlegen. Wundert mich eh, dass hier hinten noch Wasser ist. Achso, hast du hier drunter Wasser getan? Wo? Oh. Unter dem Stein. Ja, hab ich. Ah, okay. Dann hoffen wir mal, warte mal, du hast ja Copper Ingots hier, ne? Ja. So und so. Dann haben wir einen Pulverizer. Brauchen wir nur noch Strom für den. So. Mach den einfach mal hier noch einen Raum. Wo wir dann so Maschinchen reintun. Dann hoffen wir mal, dass gleich die Turtle Copper gefunden hat schon. Das wäre natürlich dann perfekt. Dann könnten wir noch das machen. Achso, ich habe hier nochmal 11 Holz gefarmt. Kriegst du hier? Nein, nee, wollte ich. Ich habe selber noch Holz dabei. Okay. Unsere Kohle wird auch ein bisschen wenig, aber das können wir ja alles farmen. Das ist ja nicht das Problem. So, 4 haben wir noch über. Wir bräuchten rein theoretisch 8. 11. Wir brauchen rein theoretisch 11 Stück, damit wir den Pulverizer mit Strom versorgen können, weil wir dafür noch so ein Dynamo brauchen. Das zählt. Yes! Läuft bei uns. Ist gerade die Schmelze leer? Ja. Dann nutze ich sie mal. Danke. Oh Gott. So, jetzt geht's. Achso, jetzt kann ich ja mal zeigen, da ich ein bisschen mehr Leben habe. Hier kann man reinfallen. Und eigentlich kriegt man Schaden, ne? War doch so. Eigentlich sollte man hier Schaden kriegen drin noch. Komisch. Vielleicht, wenn es geschmolzen ist. Ich weiß es nicht mehr genau. So, wir sind jetzt gleich bei 25 Minuten. Also ist die Folge auch in wenigen Sekunden zu Ende. Aber ich glaube, wir lassen sie auch wirklich jetzt mal enden, weil sonst kommt das Video nie hoch und ihr wollt ja auch vielleicht das Video sehen. Ausnahmsweise mal so, ganz ausnahmsweise natürlich nur. Ausnahmsweise. Ich weiß nicht, ob ich schon ausnahmsweise gesagt habe. Dann würde ich mal sagen, genießt euren Resttag. Heute 18 Uhr Prison Architect. Und dann ciao, ciao.